Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und in der letzten Episode habe ich ja gesagt, dass wir mal so ein bisschen nach Design gucken werden, beziehungsweise ich schaue nach so ein paar Designs. Und ich habe mal auf Minecraft Reddit so ein bisschen rumgeguckt und habe dabei ein Design gefunden, was eventuell sogar ein Design wäre, was ich hier so ein bisschen fortlaufend verwenden könnte. Und dazu werde ich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Holz erstmal farmen, weil wir das dafür benötigen. Und dann schauen wir einfach mal in der Episode, wie das denn so alles wird. Ich habe in der letzten Episode mein Postfach quasi veröffentlicht. Und eine Sache würde ich jetzt gerne schon wissen. Und zwar, wie viele von euch haben schon jetzt einen Brief losgeschickt? Und wie viele planen es zu tun, weil es ist so, das Postfach hat nur eine bestimmte Größe und die sagen, hier, du musst darauf achten, dass das nicht zu voll wird. Ich bin ja aber auch jetzt nicht einer, der hier dann die ganze Zeit dahin rennen möchte jeden Tag, nur um dann zu gucken, okay, heute ist keiner da. Ich wollte eigentlich einmal die Woche gehen und dann jeweils gucken, je nachdem, welcher Wochentag dafür am besten geeignet ist. Und werde dann eventuell an dem jetzt Dienstag oder je nachdem Montag, je nachdem wie viele halt sagen, sie haben es schon losgeschickt oder sie haben es eben noch nicht losgeschickt. Das schauen wir dann einfach mal. Und also ich würde gerne wissen, wer von euch hat schon einen Brief losgeschickt oder sonst irgendwas. Und wer hat es vor, auf jeden Fall zu tun. Und ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr da ein bisschen aktiv sein würdet. Nein, Spaß, ihr müsst ja mir keinen Brief senden. Das ist ja keine Pflicht. Gottes Willen. Das ist ja eh alles aus Fun. Das hatte ich aber jetzt, das Praktische ist eh, es ist egal, wie viele jetzt kommen. Es kostet einmalig und das ist sich auf Dauer kostet das was. Es ist aber so, sobald die merken, sie brauchen das eigentlich gar nicht, es kommt eigentlich nichts mehr an, bitte stellen sie das Postfach ein. Dann ist es halt weg. Also quasi, wir schauen einfach mal, ob es sich lohnt oder nicht und dann sehen wir halt weiter. Aber wir können es ja erstmal jetzt offen lassen. Hab's ja jetzt quasi beantragt und dementsprechend funktioniert das doch alles ziemlich gut. Gut, gehen wir mal runter und dann schauen wir uns mal eben dieses Design an. Und, aua, das tat weh, jetzt habe ich mir meine Beine gebrochen. So, ich öffne das mal eben. So, also, wir brauchen auch ein bisschen Kabel. Ich muss mir hier unten da was kurz entfernen. Da war nämlich was. Mann, jetzt ist es da. Was ist das? So. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Was ist das? Mann. Hier ploppen die ganze Zeit die Namen von den einzelnen Anwendungen auf, die ich unten in der Leiste habe. Ah, jetzt ist es weg. Perfekt. Jetzt stört es mich nicht mehr. Jetzt mache ich mir mal so ein paar Steintreppen. So ein paar Steinstufen und ja, so ein paar Holzstufen. Also, das Design an sich sieht folgendermaßen aus. Hier machen wir dann eine schöne Decke hin. Müssen wir mal gucken, aus welchem Material wir die machen werden. Aber so ist dann die Mauer. Hier ist frei. Das heißt, das Design fängt hier an. Ah, na komm, da möchte ich gerne dran. Das Holz hätte ich gerne wieder. Dankeschön. So, und ich hoffe, ihr hört einfach nicht den Hund, der gerade bellt. Wäre ziemlich blöd. So, und hier kommt dann ein paar Holzstufen hin. So. Und hier kommt dann das hin. Da kommt das hin. Und da kommt das hin. So. Hier. Das. Nee, hier. Hä? Hä, wie hat er das gemacht? Ah, der hat das einfach ausgelassen. Ah. So, hier kommt das hin. Was hat denn, was macht man denn dann dahinter? Macht man dann da einfach Holz hin? So, dann einmal so, dann einmal so. Und dann brauchen wir noch mal ein paar Stufen. Sehr stufenlastig, muss ich sagen. So. Alles klar. Dann machen wir eben hier eine Stufe hin. Und dann kommen nämlich hier unten gleich Bruchsteine hin. Hier würde dann Licht reinkommen. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen,
eventuell, ob wir da Glowstone oder Redstone-Lampen für verwenden. Je nachdem. So. Und dann kommt hier wieder ein Holzblock drauf. So. Und das wäre quasi das Design, das wir für die Mauer verwenden würden an sich. Aber jetzt kommt noch. Hier kommt... Das wird mit Stein ausgefüllt. Hier kommt das, das und so. So wäre das und würde dann hier so komplett durchgehen. Was ich überlege ist, ob wir nicht da eventuell gebrochenen Stein für, also hier diese Steinziegel für verwenden, anstatt dem Bruchstein. Das sähe, glaube ich, besser aus. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. So, hier bräuchten wir eins, da bräuchten wir eins. Dann so, so und hier. Das sähe, glaube ich, besser aus. Dann würden wir das nämlich auf jeden Fall nehmen. So, und dann probiere ich nämlich aus, ob das jetzt theoretisch gesehen auch hier gut aussehen würde. Weil wenn ich sage, ich mache so, so, so. Mache das Gleiche einfach nochmal. Eventuell dann hier. So, nee, das bleibt frei. Oder ich sage, das bleibt hier auch so frei. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hm. Aber das sieht so ein bisschen leer aus, ne? Obwohl hier unten könnte man noch irgendwas dann hinmachen. So Teppich oder so. Könnte man natürlich dann auch hier reinmachen. Aber so an sich, finde ich, sieht das gar nicht schlecht aus. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, dann kommt nämlich hier wieder ein bisschen so. Dann mache ich mal eben noch ein paar Treppen wieder. So. Wir nehmen schon mal. Wieder hier und hier. Und wir müssen gleich gucken, dass wir das eventuell alles abreißen für die Tür. Die wird nämlich woanders hinkommen, damit das auch nämlich passt. Weil so passt das nämlich überhaupt nicht. So, so, so. Ja, so sähe das, glaube ich, gar nicht schlecht aus, wenn wir das so machen würden. Nee, fände ich überhaupt nicht. Dann machen wir das jetzt gleich so, dass das hier auch an den Seiten passt. Und dann wird das schon. Oder wir gehen halt jetzt ein bisschen weiter hier rein, je nachdem, ob hier irgendwas ist. Weil ich glaube, hier ist nämlich gar nichts. Dann machen wir das nämlich noch bis zum Ende da, weil hier schon eben der Weg ist. Und der ist hier gegenüber von hier. Dann passt das nämlich. Ja. Dann machen wir das auf jeden Fall so. Sagt mir auf jeden Fall, wie ihr das Design findet. Ich finde es ultra geil. Ich finde, das ist gar nicht schlecht. Hat ein hübsches Design. Gefällt mir ziemlich gut. So, dann tue ich mir eben hier das Eichenholz wieder drauf. Mal eben hier oben. So. Und hier kommt dann Holz hin. Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Dann hole ich mal direkt ein bisschen Glowstone, beziehungsweise so Redstone-Blöcke. Dann gucken wir, dass wir das mal ein bisschen mit Redstone eventuell verfeinern. So. Bisschen Glowstone. Tun wir mal 7 Glowstone-Blöcke machen. Wie heißt das dann? Glowstone. Und das ist Glowstone Dust, stimmt. So. Dann ein bisschen Kabel kann ich ja eh zurückmachen. Wir können eigentlich das gesamte Kabel wieder reintun. Dann tue ich einfach. Hier war Kabel, ja. Ja, war Kabel, so. Das direkt mal hier wieder rein. So, dann müssen wir hier so ein bisschen weiter bauen. Und vor allen Dingen müssen wir mal das Design gucken. Nehmen dafür ein Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch einmal so. War bestimmt noch hinten in der Truhe ein paar Redstone-Lampen. Aber die können wir erstmal getrost ignorieren. Machen mal ein paar Redstone-Blöcke. Wir könnten die Redstone-Blöcke dann eben hier oben rein tun und hier dann quasi die Leuchten. Das sähe, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Dann hat das wenigstens auch etwas. Ja, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Wie gefällt euch das? Dann können wir ja hier eventuell sagen, wir machen so, so Querbalken. Wie sehen Querbalken aus? Und dann eventuell hier nochmal so. Und hier oben dann so ausgedeckt. Das sähe, glaube ich, gar nicht so schlecht aus.
Und dann so. Oder? Das sieht, glaube ich, so ein bisschen krüppelig aus. Wir sagen dann... Warte, wie ist das gemacht? So. Ja, das muss dann, wenn, richtig reingehen. Hm. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Weil dann könnten wir nämlich sagen, machen wir die Reihe hier, machen wir dann auf der gleichen Seite, nur halt mit einem anderen Design noch ein bisschen. Aber so sieht das eigentlich schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir wirklich. Ich einfach mal hier so mit Cobblestone und können wir einfach hier das Holz dran kloppen. So. Und das geht dann hier durch den gesamten Raum. Das fände ich gar nicht schlecht. Also ich nehme auf jeden Fall das Design. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Nur, ich würde halt auch interessieren, wie ihr das findet. Ob ihr das auch so gut findet, wie es jetzt ist. So. Alles klar, dann erstmal die Eichenholzbretter hier auch verwenden. So. Müssen wir mal gleich die Kiste so ein bisschen wegstellen, dass wir hier auch arbeiten können. Nehmen wir gleich schon mal die Hälfte der Kiste. Und stellen die einfach mal hier hin. Bauen das Ganze... Eben die bauen wir nicht ab. So. Dann machen wir eben so. Einfach alles so draufklatschen. Und dann haben wir auch nämlich da alles schon drin. So. Gut, dann machen wir eben die Ecke. Und ich mache halt in der Episode, fange ich schon mal an, das Design so ein bisschen zu machen. Aber das gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. So, das wäre dann die gleiche Höhe. Dann machen wir nämlich hier schon mal ein bisschen Licht hin. Dass das auf jeden Fall uns nicht stört, dass wir hier kein Licht haben. So, die Reihe durch. Dann das. Und hier oben durch. So. Und dann kommt hier eigentlich ein Balken hin. Aber den werden wir eventuell nicht machen. Sondern gehen direkt hier in so eine Kurve rein und dann hier hin. Schauen wir auf jeden Fall mal jetzt. Hier kommt dann wieder Stein hin. So. Dann hier die Treppen. Und das würde dann bis hier hingehen. Und das wäre halt eben diese Linie, wo wir dann gucken könnten. Oder wir können dann auch da einen Balken einfügen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir mal auch mehr Eichenholz farmen. Da haben wir nicht wirklich viel von. So. Wenn wir eben dann hier platzieren. Ne, das geht ja dann eins nach vorne, stimmt. So, ist jetzt verschwunden, ne? Ne, da unten ist es. Das geht dann hier so und würde dann hier um die Ecke gehen. Sieht, glaube ich, auch nicht so schlecht aus. Das wird dann hier einfach gefüllt und dann kommt hier Holz rein in die Ecke. Und würde dann quasi auch so ein bisschen hier lang verlaufen. So. Und dann füllen wir das Ganze wieder mit Treppen und so. So. Hier einmal Treppe durch. Wenn die mal richtig sein würde. Und dann hier einmal Treppe durch. Das geht dann auch hier. Und da. Obwohl, nee, das stimmt irgendwas nicht. Das geht noch eins weiter nach vorne. Es geht dann so. Oder dann hier lang gehen. Ja, das sieht eigentlich ziemlich vernünftig aus. Würde auch nicht so weit gehen. Aber genau, bis hier. Moment, Moment, Moment. Das kommt, glaube ich, weg. Da müssen wir mal gucken, wo das dann genau hinkommt. So, und dann kommt hier wieder eine Lampe hin. Ja, das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Da wird auf jeden Fall was entstehen, was nicht schlecht aussieht. Also ich bin echt zufrieden. Danke an den Typen auf jeden Fall, warte. Finde ich den Namen? Drazier. Drazier hat das designt und es gefällt mir ultra gut. Und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen Holz wieder farmen gehen, dass wir das weiterbauen können. Und dann wird die Sortiermaschine auch mal ein bisschen wieder schöner. Weil das ist auch so ein Aspekt, der mich bei der extrem gestört hat, dass es irgendwie nicht so schön aussieht, diese Baustelle momentan. Aber so können wir das halt so ein bisschen verbessern und dann sieht man auch,
wieder einen schönen Fortschritt bei dem ganzen Gedöns. So, dann nutze ich mal eben eine Enderperle, um auf den Baum drauf zu kommen. So. Und bam. Dann sind wir auch schon drauf. Da ist ein Holzstück. So. Nee, ich habe momentan, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich habe ultra viel Spaß an Pistenhaus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich baue jetzt momentan gerne so ein bisschen einfach so und dann designen und dann hast du was gebaut, das sieht schön aus und dann kannst du das auch verwenden, um weiterzukommen und so. Wirklich, dass man auch was baut, was man auch wirklich gebrauchen kann. So eine Sortiermaschine hilft einem schon dann nach Höhlentouren extrem. So. Haben wir das hier auch schon mal alles. Ich werde auf jeden Fall noch so einen kleinen Raum einbauen, dass Erze direkt geschmolzen werden, sobald sie fertig sind. So. Habe ich irgendwo Holz übersehen? Da ist auf jeden Fall noch ein Holzblock als Item. So. Aber sonst sieht es aus, als ob ich da was vergessen habe. Da gehe ich nochmal schnell hoch. So, aber sonst sieht es aus. Ja, sonst habe ich alles. Können wir auch direkt wieder einen neuen Baum hier setzen. Denk an die Umwelt. Setzt neue Bäume. So. Dann sind die auch schon wieder gewachsen. Das freut mich, weil die sind relativ schnell abzubauen. So, dann haben wir direkt den Setzling. Ja, sehr nett von ihm auf jeden Fall. So. Und dann gehen wir mal zurück eben. Obwohl, wir können uns eigentlich hier die Setzlinge noch schnappen und neue Bäume pflanzen. So. Dann haben wir hier noch und hier noch und hier noch. Und zurück geht es. Und warum habe ich gerade Frame-Einbrüche? Könnten Sie das bitte unterlassen, Minecraft? Dankeschön. So. Was ist eigentlich hier mit Eisen? Ist schon wieder mehr Eisen gekommen? Interessiert mich jetzt auch mal wieder. War das weniger? War jemand online? War jemand online? Hat Metos vielleicht aufgenommen? Wer weiß, ich weiß es selber nicht. So. So. Sehr schön. Dann kommt hier ein Holzblock wieder hin. Oder? Nee. Dann kommt so. Können wir hier so ein Kreuz machen, oder? So. Und das geht dann hier so durch. Hey, wie wäre das eigentlich? Wir noch so machen. Wäre das auch gut aus? Nein. So. Nein! Nein! Ich will, dass das so um die Ecke geht wieder. Warte. Ich will nämlich so. Also, nochmal, so, dann so, nee, andersrum, drehen, oh, Mann, jetzt blockiert das natürlich da, so, da kommt es wieder runter, so, so, nein, verdammt, so, und dann, so, so, so möchte ich es haben. So, das sieht, glaube ich, auch nicht schlecht aus, wenn dann eben dieser Balken hier durch die Mitte geht. Und da können wir dann auch noch Sachen dranhängen. Sehr, macht auch, glaube ich, so einen kleinen Unterschied wieder aus. So. Eben Holz. Und dann machen wir uns wieder Treppen. Setzen das hier hin. Oh, sieht nicht schlecht aus. Es gefällt mir so derbe, ne? Das glaubt ihr gar nicht, wie es mir gefällt. Das macht richtig Spaß. Warum habe ich das nicht öfters gemacht? So ein bisschen designen. Erstmal so eine Grundidee und daraus so ein bisschen bauen. Da scheint ja was draus zu werden. Ja. So. Tun wir mal ein bisschen wieder Holz craften. Machen daraus wieder ein paar Stufen. Ich glaube, da besteht ja eh alles aus Stufen. Ja, es besteht alles aus Stufen. Auch gut. So, das wird dann hier. Und das kommt dann auch letztlich weg. Und das mit den gesamten Schildern hier wird ja auch noch überarbeitet. Da kommt ja auch wieder unterschiedliches Stuff hin. Werden dann eventuell hier eine Wall durchziehen. Ja.
können wir ja auch schon mal hier so ein bisschen entfernen. Hier kommt dann wieder eine Wand hin. Hier wird dann quasi so die goldene Mitte sein. Und hier so ein paar Items. So. Ziehen wir das schon mal hier durch. Dann wir hier wieder ein bisschen Stein entfernen. Dann kommt hier ein Redstone-Block hin. Eine Redstone-Lampe. Holz, Holz. Hier kommt da noch Holz hin. Und dann fängt es wieder an mit hier Holz. Ja. Ah ne, das wird wieder gedreht. Das kommt nämlich so hin. Genau, so perfekt. Und dann wird nämlich hier kommen die nächsten Steinziegel und machen quasi hier alles durch. Das kann man nämlich dann nicht öffnen. Dann machen wir nämlich hier Steinziegelstufen hin. Und können dann... Oh ne, da kommt ja dann eigentlich... Stimmt, da kommt dann eh eigentlich hier das Holz hin. Das ist natürlich perfekt. Wenn dann hier nämlich das Holz langkommt, dann machen wir hier die Items hin. Das ist doch dann super. Wenn dann hier die Items draufstehen und dann immer die Truhen jeweils. Finde ich auf jeden Fall ziemlich knorke, muss ich sagen. Dann können wir auf jeden Fall hier wieder ein bisschen Redstone nehmen. Und machen uns wieder Redstone-Blöcke. Redstone haben wir eh genug. So. Hier kommt ein... wieder hin. Und... so. Und so. Und dann kommen, wie gesagt, da hier die Items hin. Ist schon echt geil. Das ist schon echt geil. Ja, gefällt mir sehr auf jeden Fall. Kommen aber hier so die Holzplanken. Ja. Die werden dann eventuell hier auch dann so verlaufen. Und dann kommt ihr eigentlich da... Ich tue mal eben das abbauen. Okay, dann fliegt halt so ein bisschen in der Luft rum. So, das tue ich einfach mal hier rein. Das wir ja momentan nicht brauchen. Dann können wir ja... Also wie machen wir das dann? Machen wir dann hier so? Oder wie machen wir das? Eigentlich kommt ja dann da eine Holzplanke hin. Die können wir mal dahin machen. Oder wir sagen, wir tun das so ein bisschen weiter nach rein, nach innen. Dass wir hier zum Beispiel Holz hin machen. Und hier kommt dann auch Holz hin. Hier das eigentlich so. Und hier mein... Hier kommt dann der Holzflock hin. Und hier auch. Hm. Aber das kann man eben nicht öffnen, ne? Das ist das Problem. Hm, da müssen wir uns mal was überlegen. Oder wir sagen, wir machen dann hier an die Kiste. Schauen wir mal. Oder? Wie sähe das eigentlich aus, wenn wir das so machen würden? Dann nehmen wir hier einen Holzblock hin. Hier kann dann eben nichts hin. Das sähe okay aus, aber hier kann man auch nichts dran platzieren. Müssten eigentlich das irgendwie machen, dass man jetzt hier was machen kann. Das ist halt nicht möglich. Schnappen wir eben das Holz da oben. Hm. Oder wir sagen, wir müssen das anders machen. Dass das Holz noch weiter reingeht. Dass wir sagen, wir machen hier dann diesen Vlog, der da runterhaut. Hm. Und wir lassen es wirklich so komplett. Also so. Lassen es quasi so da reingehen. Das ging natürlich auch. Das wäre eine
normale Möglichkeit, die wir hätten. Und würden dann sagen, wir machen so. Sähe nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich damit ganz zufrieden bin. Müssen wir mal gucken. Ah, an sich sieht's... Dann müssen wir aus der Perspektive... An sich sähe das, glaube ich, nicht ultra schlecht aus. Deswegen würde ich eher spontan sagen, machen wir das auf jeden Fall. Wir können es ja immer noch umändern. Ich meine, wir haben ja auch Zeit. Haben ja keinen, uns läuft ja nicht die Zeit davon. Deswegen. Ah, müssen wir mal schauen. So. Werde dann übrigens einen Livestream. Die finden natürlich dann auch jetzt wieder statt. So. Da freue ich mich dann auch wieder, wenn wir gut arbeiten können in Livestreams. Und die Qualität hat sich ja jetzt auch ein bisschen verbessert, seitdem ich dann in den Einstellungen ein bisschen rumgespielt habe. Das sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Nicht mehr so extrem schlecht. So, dann einfach hier eben und so durch. Und hier alles durch. Die Truhen können wir ja trotzdem noch öffnen, weil das hier Treppen sind. So. Oh. Nicht ultra schlecht auf jeden Fall. Und so sieht das auch ein bisschen abgedeckt aus. Wie sieht das denn von der anderen Seite aus? So von da, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Und wir machen jetzt hier dann so einen Raum hin, wo man sagen kann, hier, die sich mit der Materie auskennen, die können hier reingehen. Einfach hier so eine Tür hin. Ja. Würde sich auch noch anbieten. Und wäre eben so. Und dann hier so eine Holzdruckplatte hin. Dann kann man da durchgehen. Und hier können wir eigentlich auch dann eine Druckplatte hinmachen. Dann nehmen wir uns nämlich eben mal Watt Stein. 9-2, 1-2. Und da ist, glaube ich, Holz, ne, auf der anderen Seite. Hier können wir auf jeden Fall noch eine Steindruckplatte nehmen. Ja, da ist Holz. Da bietet sich das eventuell nicht so ganz an. Aber hier bietet es sich auf jeden Fall an. Weil es eh, ja, hinter den Kulissen ist. So. Das geht dann einfach hier hoch. Dann wäre jetzt nämlich hier so ein Weg, der hinter die Kulissen führt. Und wenn dann hier irgendein Fehler ist oder so, kann man das eben hier überprüfen. Wie sieht das denn? Okay. Na, jetzt habe ich es noch gesehen, es hat geupdatet. Könnten aber so ein bisschen schon wieder einsortieren an Stuff. Also sagen, wir machen so ein bisschen mal das Design für 2-3 Items. So, dann haben wir dann nämlich so, dann haben wir so einen kleinen Überblick, wie das denn dann aussieht. Wir können auf jeden Fall Holz schon mal rausnehmen und können das hier unten so ein bisschen verbessern. Beziehungsweise vervollständigen. So. Müssen wir das auf jeden Fall jetzt nach der Reihenfolge erstmal wieder gucken. Stein. Erde. Kohle. Eisen. Gold. Eisen, Gold. Redstone. Und dann Andesit. Ja. So, dann tue ich das eben mal... Tun wir mal bis hierhin machen und dann hier noch den Polished Andesit. So. Und einfach mal alles durchziehen. Eventuell hole ich mir dann so ein bisschen Hilfe dabei. Bei den ganzen Sachen. So. Und dann fangen wir an mit Bruchstein. Erde, Kohle, Eisen, Gold, Redstone, Andesit. So. Und dann eben hier den polierter Andesit. So. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Wenn man überlegt, wenn das durch den ganzen Raum gehen würde. Es sieht echt gut aus. Ich muss mich jetzt mal selber loben. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich bin schon echt zufrieden damit. Gut.
Dann würde ich aber vorschlagen, war es das für diese Episode. Haben wir jetzt wieder eine 30-Minuten-Folge. Hey, könnt ihr euch drüber freuen? Und mir macht es halt ultra Spaß, so ein bisschen so designen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich habe selber sowas noch nie gemacht. Ich bin echt zufrieden mit dem Produkt. Wenn wir das dann hier durchgehen lassen, dann sieht das, glaube ich, auch ziemlich geil aus. Aber naja, schauen wir auf jeden Fall mal. Aber dann würde ich sagen, was ist auch erstmal mit dieser Episode. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage tschüss, bis dann und man sieht sich.